Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem brennenden Vault 123. Ja, und unser Mr. Handy ist gleich hinüber auf dieser Etage. Ach, Roboter können wir immer wieder bauen, oder? Bringt das was, jetzt noch welche hinzuschicken? Die beiden, die schaffen das doch schon gut hier. Ja, ich denke mal, ich gehe mal davon aus, die schaffen es. Komm. Du kannst doch noch rüber. Und du kannst rüber. Und? Seid ihr nur zu zweit hier im Krankenhaus? Ja. Peng. Ich habe das Geräusch gemacht zuerst. Peng. War nicht ganz synchron, ich weiß, aber... Immerhin mit Geräusch. Yeah. Und wir reparieren. Ja, liebe Welt da draußen, wir sind fertig im Saloon. Hat sich wieder jemand verändert, verschönert hier. Da, ha, ha, ha. Unsere gute, wer ist das? Amber Snow. Yeah, da ist sie. Schick, schick. Amber Snow war aus dem... Sie hat sehr viel Stärke. Sie kommt also aus einem Kraftwerk. Und ich denke, sie hatte die Offiziersbekleidung vorher an. Und wir schicken sie wieder nach oben. Ins Kraftwerk. Mal sehen, wo wir sie rausgezogen haben. Todd Jenkins kann ja auch eine Offiziersbekleidung tragen. Und wen haben wir denn jetzt? Wen können wir als Letzten hier noch anpassen? Wie geht's eigentlich unserer kleinen Andrea? Andrea Pratt Johnson. Andrea Pratt Johnson. Sie hat Glück. Naja, wir müssen gucken, was daraus wird, wenn sie erwachsen ist. So lange dauert das hier noch? Ja, das dauert eine Weile. Und wenn wir sie mit Nuka-Cola Quantum übergießen? Wie sieht es dann aus? Ja, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, finde ich. Die sparen wir uns lieber. Och, ja, habe ich jetzt gar nicht so ganz registriert. Wahrscheinlich gesagt. Oh, Flushy und Corky. Aber manchmal höre ich mir gar nicht zu. Kronkorken. Ja, Nuka-Cola Quantums wäre nicht schlecht. Oh, da unten ist er ja. Und er fährt nach oben, 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 oben. Und hier steigt er nochmal aus. Vielleicht tanzt er eine Weile. Naja, Kronkorken sind auch gut. Oh, er fährt nochmal nach unten, aber ich glaube nicht, dass er nochmal tanzen wird oder winken. Das ist die Frage. Ist das zufallsbedingt oder macht er das wirklich immer abwechselnd? In einem Raum ja, im anderen Raum nein. Und raus. Nein, er fährt nochmal nach unten. Oh, nein. Thank you.
kannst du nochmal? Ach. Doch, Bottle hat nochmal getanzt. Aber keine Nuka-Cola Quantum. Aber ordentlich Kronkorken hat er diesmal dagelassen. Na, was macht er denn so lange hier in diesem Raum? Rausgehen, okay. Und derweil schauen wir uns um, was wir hier noch haben. Eine Nancy Pratt ist in der Residenz ganz alleine. Ist das gut? Sie könnte ja jetzt auch ein bisschen was machen. Ich glaube, wir können sie einem Platz zuweisen. Sie ist zu 100% glücklich. Und was machen wir mit ihr? Ja, wir stecken sie hier wieder rein. Was wird denn hier hergestellt? Noch ein Drachenmaul. 6 Tage dauert das Ganze. Und 3 Stunden und 5 Minuten. Ja, was können wir sonst noch machen? Jemanden in den Salon schicken. Jep. Also aus dem Kraftcenter zum Beispiel könnten wir jemanden abziehen. Nein, Kraftcenter nicht. Entschuldigung, aus dem Superreaktor oder aus dem Outfitwerk. Die Leute könnten in der Tat irgendetwas machen. Also die könnten raus abgezogen werden und könnten ab in den Saloon. Und wen hätten wir denn da gerne? Warum ist Adam Bruce West Campbell, warum ist der so traurig? Hm. Niemand weiß es. Okay, hier beim Waffenwerk brauchen wir gar nicht groß zu gucken. Ach, die Aufbereitungsstation. Ja, da könnte noch jemand rausgezogen werden. Aber ich finde das schon okay, wie die alle gucken. Oh, hier ist jemand sehr traurig im Lagerhaus. Harry Myers auf Stufe 17 und ich fürchte, er steigt auch weiter auf, wenn er da so im Lagerhaus ist, oder? Im Lagerhaus bleibt alles stehen. Aber da könnte doch jemand vielleicht aufsteigen, stufentechnisch. Aber danach suchen wir gerade nicht. Das müssen wir uns merken und dann gleich mal gucken, was mit ihm los ist. Wen könnten wir denn sonst noch verändern? Rachel West. Oh, die Leute im Club sind auch nicht glücklich da. Da sind ja einige gestorben letztens. Aber egal, aus dem Sendezentrum könnten wir noch jemanden abziehen. Julia Ward, warum eigentlich nicht? 1 Stunde und 11 Minuten dauert es sonst noch, aber das ist jetzt im Moment gar nicht so wichtig im Moment. Ja, Julia Ward, warum eigentlich nicht? Sie hat sogar schon das richtige Outfit an. Ab in den Saloon mit ihr.
mysteriöse Fremde. Oh, da weiß man nicht, wo er ist. Und anpassen. Das Gesicht. Jawohl. Das Ganze dauert 33 Minuten 26 Sekunden und kostet 1000 Kronkorken. Ja. Ach so, ist sie richtig angezogen? Ja, ist sie. Nun dann, viel Spaß dabei. Oh, Moment, hier ist jemand aufgestiegen. Erstmal hier ein Stufenaufstieg und hier oben eine Katze. Ja, die bringt Glück. Und ein Buch. Jetzt aber, jetzt können wir einmal gucken nach dem Status. Wie lange dauert das denn hier überall noch? 12 Stunden im Casino. Ich sehe 12 Stunden im Casino. Ich sehe 12,5 Stunden, 12, also fast 13 Stunden im Sportcenter, 13 Stunden im Sportcenter. Und 15, ja, fast 16 Stunden in der Akademie. Und über 16 Stunden hier im Fitnesscenter. Dr. Lee. Sie wäre dann aber auch maximal geskillt. Oh, beim nächsten Mal würden im Fitnesscenter einige Plätze frei werden also. 16 Stunden hier und... Ja, ich glaube, das ist es dann auch. 16 Stunden. Na schön. Moment, wie seid ihr alle geskillt hier? Dürft ihr das? Dürft ihr euch zur Wehr setzen? Okay, auf dem Level dürft ihr das. Ach, da ist ja noch ein Team angekommen. Ja, komm, dann müssen wir noch eine Folge aufnehmen. Dürfen wir? Entschuldigung, wir dürfen gleich noch eine aufnehmen. Yippie! Wie schön! Ja, da freuen wir uns ja schon drauf. Na gut, ja, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes, liebe Welt da draußen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!